Rolf Meusel ist so eine Art Speedy Gonzales von Düsseldorf. Der schnellste Meusel der Stadt wuselt jeden Morgen geradezu ungebremst durch den Berufsverkehr. Und Segway heißt sein Geheimnis. Ein kleines futuristisches Gefährt, das mit normalen Fahrzeugen gerade mal die Räder gemeinsam hat. Er schafft 20 Kilometer in der Stunde und ist batteriegetrieben. Fortbewegung der Moderne, made in USA, fahren auf ganz besondere Weise. Ja, vom Fahren würde ich eigentlich nicht sprechen. Also ich sage, man gleitet eher dahin. Das ist wie ein Schweben, ähnlich wie Surfen auf dem Wasser. Es begeistert einen und ist total klasse. Es macht wirklich süchtig. Rolf Meusel ist einer von wenigen hundert in Deutschland, die den Roller schon fahren. Der Computerexperte und IT-Manager hat eine Affinität zu moderner Technik. Das pfiffige Produkt kann platzsparend um die eigene Achse rotieren, stößt keinerlei Abgase aus und verbraucht auf 200 Kilometern gerade mal für 1 Euro Strom. Und die Frage, die uns alle brennend interessiert, warum bitte kippt Rolf Meusel eigentlich nicht um? Das liegt daran, dass in dem Gerät 2 Computer arbeiten, die permanent berechnen, wenn der Fahrer auf dem Podest steht, wie die Lage des Podestes ist. Sobald die beiden Sensoren hier gedrückt werden, weiß der Computer, dass jemand auf der Plattform steht und berechnet dann 100 Mal pro Sekunde, wie die Lage dieser Plattform ist und sorgt halt dafür, dass das ganze Gerät im Gleichgewicht bleibt. Für die Sicherheit sorgt ein doppeltes System. Bremse, Steuerung und Motor gibt es gleich 2-mal. Damit noch nicht genug Innovation. Beim Bergabfahren laden sich die Akkus wieder auf. Erst nach etwa 40 Kilometern muss der Segway wieder rund 8 Stunden an die Steckdose. Das Auto ist tot, es weiß nur noch keiner, meint Professor Felix Huber. Er erforscht umweltverträgliche Verkehrsplanung. Das heutige Autokonzept ist für ihn Wahnsinn, ökologisch und ökonomisch. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Fahrzeuge für Überlandverkehre gebaut worden sind, für lange Distanzen, und 50% unserer Alltagsfahrten unter 6 Kilometern sind, dann zeigt das doch eigentlich, dass wir über neue Nahbereichsmobilitätsformen nachdenken sollten. Rolf Meusel hat das längst begriffen. Früher nahm der Computerfachmann das Auto, um täglich seine Sicherheitskopien auszulagern. Mit allen Hindernissen 4 Kilometer durch die Innenstadt, Parkplatzsuche. Jetzt nimmt er den Einachser. Aber da gäbe es ja auch noch das Fahrrad. Also das Fahrrad ist mal nun mal überhaupt nicht mein Ding. Und das Problem beim Fahrrad ist auch, da komme ich immer sehr leicht ins Schwitzen. Und das kann ich mir bei meinem Job überhaupt nicht erlauben. Und der Segway macht einfach Spaß. Der Spaßfaktor ist Programm. Und beim Gleiten über den Asphalt ist Meusel der Mittelpunkt. Naja, nicht wirklich er. Das ist ein Segway. So, jetzt einfach ganz normal aufsteigen. Und da kann jetzt nichts passieren? Wie auf eine Treppe. Einfach die 2 Stufen auf gut Deutsch nehmen. Und aufsteigen und vorne festhalten. Okay. Ja. Und wenn Sie jetzt losfahren wollen, legen Sie sich einfach ein bisschen nach vorne mit dem Körper. Und da kann jetzt nichts passieren? Da kann nichts passieren. Sie garantieren mir das? Ja, ich garantiere. Okay. So. Ach, guck mal. Lenken geht. Nach vorne lehnen heißt Gas geben, zurücklehnen, bremsen. Und nach links oder rechts geht sofort in die Kurve. Die etwas andere Art der Fortbewegung. Viele staunen und kriegen Lust. Aber da fährt man nicht runter, ne? Nee, da fährt man nicht runter. Voll geil. Wollen Sie mal probieren? Klar, immer. Schatzi, halt fest. So, ganz. Man kann auf der Stelle drehen, habe ich gelesen. Ja, genau, und wieder vorwärts. Ja, gehört ein bisschen Übung zu. Ja. Ist eierig. Ist doch gut. Ist doch prima. Besonders Männer interessiert der umweltschonende Elektroroller. Wenn auch nicht unbedingt wegen der Umwelt, aber Fahrspaß ist erlaubt. Dafür bleibt dann die PS-Schleuder in der Garage. Einen kleinen Haken hat die Sache. Im Hightech-Standort Deutschland ist der Hightech-Roller leider nur mit Ausnahmen erlaubt. Innovatives hat es hierzulande schwer. Erst seit einer Woche hat der Bund entschieden, dass die Länder in eigener Verantwortung den Segway begrenzt zulassen dürfen. Doch diese Entscheidung hat gedauert. Nur das kleine Saarland prescht mutig voran. Der Grund: vor knapp 2 Jahren testete die Saarbrücker Polizei den Roller und war hellauf begeistert. Die TU Kaiserslautern hat im Auftrag der Bundesregierung das Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet und im Ergebnis eine Empfehlung für die Zulassung ausgesprochen. Wir machen die Probe aufs Exempel. Rolf Meusel in der City von Düsseldorf. Samstagnachmittag auf der Kö. Ziemlich viel los. Und dennoch, offensichtlich geht es miteinander, ganz ohne Schwierigkeiten.
Bisher hatte ich noch keine Probleme mit Fußgängern, ganz im Gegenteil. Die Reaktionen der Fußgänger sind sehr, sehr positiv. Die meisten Leute lächeln sogar oder sprechen mich an und wollen wissen, was das ist. Der Segway ist von seiner Grundkonzeption her so gebaut, dass er halt nicht viel Platz benötigt, stufenlos in der Geschwindigkeit zu regulieren ist und deshalb integriert er sich völlig problemlos in jeder Fußgängerzone. Diese Form der Mobilität, vielleicht ein Zukunftsmodell. Größere Distanzen mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln und innerstädtisch mit dem Roller. Das ist erst der Anfang der Entwicklung, hofft Professor Huber. Neben dem Ein-Mann-Roller sieht er auch kleine Cityhopper als Chance für die Zukunft unserer Innenstädte. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns um die Nahbereichsmobilität kümmern. Dass wir neue Fahrzeuge schaffen, die weniger Fläche verbrauchen, die keinen Lärm machen und die keine Schadstoffe ausstoßen. Die Zukunft hat längst begonnen. Der Segway ist nur Vorreiter. Und Rolf Meusel, einer der Jünger. Mobil, ohne Auto und ohne Staus. Dafür aber mit jeder Menge Spaß.